ist der Eingang? Da. Hätte ich auch fast eine gescheppert bekommen. Und da ist die Nummer 6. So, ich glaube, das ist aber kürzer, wenn wir hier hinten wieder lang gehen. Ob das jetzt kürzer war, weiß ich nicht. Fast wäre es soweit gewesen. Du hast es geschafft. Jetzt können wir in Frieden weiterschwimmen. Ich habe gehört, dass du Kugeln sammelst. Nimm diese hier. Dankeschön. So, wie viele Edelsteine fehlen uns denn noch? Ein Zehner wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, dass der irgendwo hier oben rumliegt. Liegt doch bestimmt hier irgendwo. Der letzte Zehner. Also ich schätze mal, dass es ein Zehner ist. Ach, wir machen einfach mal die Dinger kaputt, die Algen. Kann man die auch so kaputt machen? Dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf zur Algenjagd. Es wäre lustig, wenn man jetzt wieder das Wasser ablassen könnte. Wow! Wahrscheinlich mache ich das hier jetzt umsonst. Sind hier noch welche? Ah, genau, ich habe das doch noch gesagt. Ja, da ist doch da oben ist was. Gerne mit dem Boot fahren. So, mal gucken, ob da jetzt noch was ist.
sieht aber nicht danach aus. Nee, ist alles weg. Das ist gut. So, ist hier noch was? Sieht nicht danach aus. Dann sind jetzt eigentlich nur noch die oben. Nur am Boden sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ne, da ist noch eine, okay. Dann. Wo ist denn hier unser Loch, wo wir rein können? Irgendwo da hinten jetzt. Da. Eins ist auf jeden Fall noch da. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht umsonst war, aber so viel Arbeit war das ja nicht. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Ah. Sehr schön. Dann können wir jetzt nach Hause quasi. So. Wunderbar. So, und jetzt müssten wir zum Endgegner kommen. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt 6 Talismane hast, wird sich das Tor öffnen. Okay, Spyro, spring in das Loch im Boden, um zu Crashs Kerker zu gelangen. Ich helfe dir, indem ich Schafe durch das Loch werfe, wenn ich sie fangen kann. Viel Glück! Dankeschön. Ich glaube, wenn wir nicht getroffen werden, kriegen wir einen Körnerpunkt. Glaube ich. Crash. Bevor du ins Hochverlies gehst, Spyro, willst du bestimmt wissen, wie Ripto und seine Monster nach Avala gekommen sind. Letzte Woche arbeitete der Professor nämlich in der Wintertundra an einer neuen Supertortechnik. So, die letzte Kugel ist an ihrem Platz. Mal sehen. Wir brauchen nur einige Koordinaten. Wie wär's mit 22475? Das ist mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Runter von mir, runter von mir, ihr Taugenichtser! Warum kann nicht einer von euch? Wo sind wir? Crash, geh zurück und pack meine Taschen. Wir ziehen um. Begrüßt euren neuen König. Professor, machen Sie es zu. Schnell. Oh Gott, ich kann nicht sehen. Ich glaube, ich habe meine Brille zerbrochen. Crash, geh durch das Tor, du Idiot.
Sag deinen Freunden, dass sie die Kugeln in Avala verstreuen sollen. Schnell! Nein! Schluck, Krasch! Holt die Kugeln jetzt! Ah, du widerliche kleine Kreatur! Ich bringe dich um! Das sind schlechte Nachrichten für Avala. Jäger, warum hast du ihn nicht verfolgt? Ich hätte ihn ja gern verfolgt, aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, könnten wir einen Drachen fangen, um uns zu helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser geeignet ist, solche Kreaturen abzufangen. Vielleicht Glimmer. Gute Idee, wir sollten sofort gehen. Jo, und da war die Tonspur wieder weg. Das heißt, ich muss sie wieder da dran friemeln. Aber hier ist wieder da, das ist gut. Und wir möchten nicht getroffen werden, damit wir direkt in den Schienen kommen. Play-Doh. Okay, das geht hoffentlich nicht als Treffer. Da hatte ich fucking nochmal Glück. Yes! Oh, nochmal blau. Sehr schön. Hier wieder auf den blauen, bitte. Dankeschön. Wunderbar. Da hätten wir schon den Körnerpunkt. Das wird beim zweiten Endgegner auf jeden Fall nicht so einfach. Crush geschlagen. Nein, Crush! Du konntest vielleicht diesen Tölpel schlagen, aber Schluck wird dir mehr als ebenbürtig sein. Dann mal los, Kleiner. Ja, ja. Schluck, komm sofort her! Mach ihn alle und sorg dafür, dass es weh tut. Was? Das Dach? Schluck, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! Was für ein Waschlappen? Yay! In Herbstfeld. Dieser Ripto hat genug Schaden angerichtet. Der hat mich ein Vermögen gekostet. Wenn Spyro nicht wäre, wäre ich pleite. Wenn Ripto hier wäre, würde ich ihm mal die Meinung sagen. Und nicht nur das. An der Universität war ich Boxmeister im Bantamgewicht und kenne immer noch einige Haken. Nimm das und das. Boom. Aber du,
Du! Jo, irgendwie erinnert mich Ripto ein bisschen an Plankton. Also von SpongeBob. Gut, ich würde sagen, wir holen uns hier jetzt das Klettern und machen dann die restlichen nicht tauchen. Die restlichen Sachen fertig in Sommerwald, damit das die Welt komplett abgehakt ist. Ein reicher Drache wie du würde gern ein paar Edelsteine abdrücken, um klettern zu lernen. Ich wäre bereit, es dir beizubringen. Für, sagen wir, ein bescheidenes Entgelt. 500, jo, kannst du haben. Du wirst es nicht bereuen. Okay, wenn du eine Mauer siehst, die besteigbar aussieht, wie die zu meiner Linken hier, spring darauf. Du kannst dich mit deinen Klauen halten. Benutze die Richtungstasten, um dich hoch und runter zu bewegen. Und drück X, um runter zu springen. Du kannst auch seitlich auf eine andere Kletterfläche springen. Thank you very much. Ich kletter, ich spring da einfach nur mal dran. Um sicher zu gehen. Dass das auch funktioniert. Nicht, dass der uns da irgendwie so einen Ranz verkauft hat. Ach ja. In Herbstfeld springen da auf diesem großen Feld. So viele Schäfchen rum. Da kann man, glaube ich, ziemlich gut leben. Brauchten wir das denn überall? Jetzt werden wir das jetzt erstmal benutzen. Im Sommerwald und Sonnenstrand mehr nicht. Das ist gut.